So, da. Gut, da waren wir schon. Hier waren wir schon. Benutze Feuerzeug mit Fackel. Oh, die Dinger hier. Ist darauf vielleicht irgendwie ein Hinweis versteckt? So formtechnisch. Wenn sehe ich nicht. Benutze Feuerzeug und Fackel. Haben wir schon. Benutze Feuerzeug mit Fackel. Das sind echt tierisch viele Abzweigungen hier. Aber nee, ich denke. Benutze Feuerzeug mit Fackel. Ich denke nicht, dass hier ein zweiter Raum drin ist. Also es schien ja wirklich darauf hinzuführen, dass man zu diesem Raum mit dem Kastell kommen muss, wenn man halt immer tiefer in diesen Komplex eindringt. Dass jetzt einfach random irgendwo auf diesem Weg plötzlich ein anderer Raum sein soll, wäre komisch. Na. Okay, wir brauchen irgendwo hier eine Skizze aus gelben Strichen. Ist das da oben Dinosaurier-Ei? Nein. Tempeleingang. So, da hinten ist noch ein Eingang. Führt ja zum selben Komplex. Gucken wir mal, ob da Licht ist. Ja, ist Licht. Okay, raus. Und den dritten Eingang, den hatten wir schon von innen gefunden und sind auch rausgegangen. Bringt also da auch nichts. Zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe da drinnen irgendwo einen Raum übersehen, was ich langsam nicht mehr glaube, weil wir waren in echt vielen Räumen, haben sehr viel ausgeleuchtet. Oder irgendwo auf der Welt ist ein Hinweis dazu, wo wir jetzt. Oh, oder hier im Dschungel. Aber es zählt auch zu irgendwo auf der Welt. Also irgendwo auf der Welt ist ein psychopathischer Vogel. Irgendwo auf der Welt ist ein Hinweis darauf, was wir da jetzt einkritzeln müssen. Das heißt, Mexiko ist erstmal eine Sackgasse. Das heißt, wir haben $270 umsonst ausgegeben. Ja, nicht ganz umsonst. Wir haben den Weg einigermaßen markiert. Wobei jetzt alles hell ist und ich nicht mehr orientieren kann das zweite Mal. Also ja, vielleicht haben wir doch einfach nur $270 verballert und bei unserem nächsten Versuch den Weg schwieriger gemacht. Also sobald wir diesen Dreierraum finden, also erst den Dreier und dann den Zweierraum, dann ist alles okay. Aber vorher könnte es kompliziert werden. So, ich würde gern zum. Ah, Flughafen. Sehr schön. Benutze Ticketautomat. So, London 779, 691 für Peru und die anderen beiden waren wir schon. Sieben 691. Nehmen wir mal 691. Ting. Hin da. Wollte schon immer nach Peru. Wow. Sieht gleich sehr alternativ aus. Sind die Nachrichten hier die gleichen? Lies. Zeitungsautomat. Ja, wieder irgendwelche Verleumdungen. Und wieder ein Dschungel. Okay, ich halte mich jetzt mal immer links. Links. Oh, das ist laut. Das war die eine Sache. Und die andere Sache, ich erinnere mich an die Stelle. Da konnten wir jetzt die Brotkrumen nehmen und einen Vogel anlocken. Und da konnten wir mit einem der Kristalle. Das da. Mit einem der Kristalle konnten wir dann zum Vogel werden. Weiß noch nicht mehr mit welchem, also probieren wir mal beide aus. Und das ist jetzt auch so eine Stelle. Wenn man nicht von den Franzosen gewusst hätte, wie kommt man denn darauf, Brot von den Franzosen zu holen und daraus denn, ne? Aber ja, es geht noch. Es gibt wesentlich schwierigere Szenen im Spiel. So, benutze Kristallscherbe mit Vogel. Das klappt so nicht, okay. Benutze blauer Kristall mit Vogel. Fiii.
So, komm, werde zum Vogel. Werde zum Vögel-Ding. Komm, steh auf. Oder flieg hoch. Oder mach irgendwas. Ich glaube, das lief gerade nicht so gut. Na komm. Nö, wir sind kein Vogel. Okay, dann war es entweder der weiße oder der gelbe Kristall. Und wir müssen jetzt weglaufen, weil gleich taucht hier ein Alien auf. Ich gehe schon mal recht nah zum Rand. Ja, da. Blub. Hallo. Flieh. Flieh, 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 flieh. Wo ging er hin? In den Dschungel. Huttyp. So. Okay, also auch hier eine Sackgasse. Wir brauchen erst einen anderen Kristall. Das heißt, wir haben jetzt nochmal Geld verloren. Ich sehe das jetzt schon kommen, dass wir neu starten müssen. Wobei neu starten nicht so schlimm ist, weil wir wissen ja, ne, die Schritte, die wir gehen müssen. Das heißt, mit jeder Sackgasse, die wir finden, kommen wir schneller wieder dahin zurück. So, wo fliegen wir denn jetzt mal hin? Mexico City waren wir schon, San Francisco waren wir schon. Könnten nach San Francisco? 907. Vergiss es. Wir fliegen nach Mexiko. So. Und von Mexiko fliegen wir nach London. Da gucken wir, was da ist. Ein angenehmer Flug später. Ja, hoffentlich angenehm. Wir verballern unser ganzes Geld hier. Benutze Ticketautomat. So, San Francisco waren wir. Miami waren wir. Lima, Peru waren wir gerade. London. So, Ausgang. Noch ein angenehmen Flug später. Und was haben wir hier? Stonehenge! Und ein Hochspannungszaun. Und eine Wache. Und das war London. Gut, du willst bestimmt Whisky haben, oder? Nicht benutze Whisky. Gib Whisky zu Wächter. Sorry, aber du bist nicht mein Typ. Was? Okay, er will keinen Alkohol haben. Öffne Tor. Was? Öffne Tor. Jaul? Ach so. Es tut ihm weh. Ich dachte, die Wache schreit immer Jaul. Also, hä? Was zur Hölle? Okay. Sushi im Glas. Oh. Benutze Sushi im Glas mit Tor. Kurzschluss? Jaul. Okay, nee. Tröte, Fernbedienung. Benutze Fernbedienung mit Tor. Es ist kalt hier draußen. Hä? Okay, benutze Fernbedienung mit... Nee, benutze einfach nur Fernbedienung. Das funktioniert ja nicht. Gelber Buntstift, Buttermesser, Bewerbung, Nasenbrille, Golfschläger für Kurzschluss. Jaul. Seil. Jaul. Drahtschere. Benutze Drahtschere mit Tor, mit Zaun. Jaul. Okay, Strom muss erst weg. Wir müssen den da wegbekommen. Ich habe hier ein sehr interessantes Sitzkissen. Nein, gib Buch zu Wächter. Belästige mich nicht, ich habe Dienst. Gitarre? Ich wüsste nicht wie. Oh, vielleicht kann Annie Gitarre spielen. Es ist kalt hier draußen, sagt er. Ja, Whisky. Also es ist nicht gut für den Körper, weil er noch mehr unterkühlt. Aber das merkt der Schädel im Körper nicht und macht's trotzdem. Benutze, nee, gib Whisky nochmal. Sorry, aber du bist nicht mein Typ. Ah, okay. Wechsel zu Annie. Du. Das heißt, der Typ würde gerne was trinken, aber lässt sich nicht von Männern Alkohol schenken? Sehr komisch. Das heißt, wir müssen jetzt Annie nehmen. Die fliegt nach London. Au. Problem. Wir haben keine Tröte. Benutze Bus mit Cashcard.
klappt so nicht. Was ist Cashcard-Leser? Bus? Golden Gate Brücke? Nee, 14. Straße? Nee. Und Zack ist doch so ein Kleptomane. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Gegenstand mehr hier in San Francisco. Das heißt, Zack muss jetzt zurückfliegen von London aus nach San Francisco, muss ihr irgendwas geben, damit sie das die Tür öffnen kann, oder muss sie irgendwie mit reinholen? Nee, warte mal. Es geht zum Bus. Öffne Bus. Die Tür kriegt von außen nicht auf und der Fahrer schläft. Was ist Bus? Benutze Bus mit Cashcard, hatten wir schon. Schließe Bus? Klappt so nicht. Schalt ein Bus. Drück Bus. Kann ich bewegen. Zieh Bus. Kann ich bewegen. Lies Bus. Zieh an Bus. Wachst du jetzt irgendwann auf? Das könnte echt ein Game-Breaking-Bug sein. Oder einfach eine tödliche Sackgasse. Also wenn Zack kein Geld mehr hat und sie keine Gegenstände außer die Cashcard, dann kann sie nicht hinreisen, um Zack eine Cashcard mit Geld zu geben. Komm schon, wach auf. Öffne Tür. Haben wir da drin irgendwas? Die Broschüre. Selbst die doofe Broschüre hat Zack mitgenommen. Das ist nicht gut. Pflanze wird sie nicht mitnehmen. Nee. Bis bald, bis bald. Da. Oh, warte, stopp, 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 stopp. Geh mal zum Bäcker. Benutze Türklingel. Ich will nicht stören, es ist geschlossen. Also Zack zu kontrollieren ist schön einfach. Dem sagt man, nimm eine Tröte und blast da drauf rum, spring dabei auf einem Bein durch die Stadt und sprich Latein. Dann macht er das einfach. Bei ihr ist da irgendwie noch so ein Gewissen mit bei und Schamgefühl und so eine Sachen. Das ist nicht so toll. Öffne Sitzkissen. Da ist nichts mehr drunter. Nee, also in seinem Haus werden wir nichts finden. Der nimmt alles mit. Alles, was man mitnehmen konnte, hat er mitgenommen. Oh, Nachricht. Benutze Anrufbahn. Worte. Es wäre unhöflich, seine Nachrichten abzuhören. Boah, diese Frau. Benutze Bett. Wird sie bestimmt auch nicht machen. Ich passe. Ja, nee. Loch? Da gehe ich nicht runter. Boah, sie ist eine sehr, sehr umständliche Frau. Okay, machen wir anders. Wir, F5, wir laden das Spiel neu. So, sind jetzt wieder am Anfang der wahrscheinlich inzwischen letzten Folge. Und fliegen jetzt nicht zum Bermuda-Dreieck. Benutze Ticketautomat. Sondern wir fliegen nach San Francisco. Für $305. So, gehen dahin. Angenehmen Flug später. So, hier gehen wir raus. So. Jetzt warten wir hier. Wechsel zu Annie. Die Schädel wollten nicht mit. Bücherlampe, Zeichnung. Nee, auch in ihrem Haus war nichts mehr. Zack war ja auch schon hier. Und in dem Ding gab es auch nichts. Da haben wir auch alles leer gekauft. So, hallo, komischer Mann im Tauchanzug. Wechsel zu Zack. Gib Whisky zu Annie. Tröte. Einer von euch braucht die Tröte. Womit können wir denn noch das Ding aufmachen? Sauerstofftank will ich behalten. Buttermesser? Ja, Buttermesser geht. Gib Buttermesser an Annie. So, rein da. Wechsel zu Annie. Rein da. Benutze Cashcard mit Cashcard-Leser. Bleiben Sie nicht stehen, zahlen Sie. Achso, Zack auch noch, ja.
Zack, benutze Cashcard mit Cashcard-Leser. So, na also, beide bezahlt. Beide auf dem Flughafen. Jetzt müssen beide nach London fliegen. Ich fliege erstmal nur mit Annie hin. Die hat zwar nur Whisky, Cashcard und ein Buttermesser, aber das könnte ja eventuell reichen. Benutze Cashcard mit Ticketautomat. London. 808. Jo. So, Sektion 5E1. 5E1. Das ist ein Kreuz, zwei Balken so, ein fast unendlich Zeichen und Balken unten. Eingabe richtig, sehr schön. Mal gucken, was für ein Flug sie jetzt hat. Ob es auch ein angenehmer Flug ist oder ein miserabler oder ob sie auch Eier sprengen darf. Ach, nur einen angenehmen Flug. So. Geh zur Tür. Gib Whisky zu Wächter. Mit ihnen teile ich gerne einen Drink. Ja, wussten wir es doch. Also wir füllen ihn jetzt ab. Eine halbe Flasche später. Zack, er schnarcht. Das war verdammt unangenehm. Das glaube ich. Hat er irgendwas, was man nehmen könnte? Nimm Flughafen. Nein. Benutze Schalter. Klick. Okay. Öffne Tor. Ah, ist abgeschlossen. Was ist das? Ich glaube, es ist der schnarchende Wächter. Wir müssen... Oh. Wechsel zu Zack. Schnell. Spring schnell in den Flieger. Wir brauchen nämlich deine Drahtschere. London. 808 und nochmal Code eingeben. F6 diesmal. Punkt fast unendlich. Yeah. Zwei Balken und Kreuz. Richtige Eingabe. Ja, Beeilung, Beeilung, Beeilung. Der Wächter wacht gleich auf. Ist ja nicht so, dass es ein 10-12 Stunden Flug wäre. Ein angenehmer Flug später. Der hoffentlich sehr schnell war. Komm, 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 komm. Kleiner Schlüssel. Ja, okay. Gib Drahtschere. Benutze Drahtschere mit Zaun. Klick, 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 klick. So, du stehst Schmiere, ich gehe da rein, ich habe mehr Sachen. Öffne Altarstein. Es scheint nicht aufzugehen. Okay, benutze Schraubenschlüssel mit Altarstein. Das klappt nicht. Benutze Gitarre. Nein, benutze Altarstein mit Drahtschere. Klappt nicht. Benutze Haarnadelschild als Hebel mit Altarstein. Das klappt nicht. Benutze Kristallscherbe mit Altarstein. Oh. Oh. Achso, nimm Kristallscherbe. Und ich weiß jetzt, was wir hier machen müssen. Hier müssen wir die Kristallscherben später hinbringen. Das ist jetzt nicht so gut. Das heißt Flucht. Oder warte, wir drücken einfach ihr die Kristallscherben in die Hand. Gib Kristallscherbe zu Annie. Hm, das ist ein Teil des Geräts. Richtig. Und ich konnte es da auf den Altar legen. Wir müssen die andere Hälfte finden. Ja, richtig.